Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian und ich begrüße euch ganz herzlich hier in meiner Technikecke. Heute habe ich mal wieder einen Testbericht für euch und zwar habe ich den Testbericht der Yamaha TWE5B für euch, dem neuesten True Wireless Kopfhörer von Yamaha auf dem Markt. Und nach dem Intro geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß. Du willst auch so perfekt gekleidet sein wie der Typ im Video da? Gar kein Problem. Geh einfach auf onyourears.com und bestelle dieses oder viele weitere Oberteile für Frauen, Männer oder alle anderen Geschlechter. Fair produziert aus Biobaumwolle und Peter-approved vegan. Das reicht dir noch nicht? Dann gib im Einkaufswagen den Code TECHNIKECKE ein und du erhältst 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Also, worauf wartest du noch? Klicke jetzt auf den Pause-Button und folge dem Link in der Videobeschreibung. Aber beeil dich, sonst hab ich gleich alles leer gekauft. Yamaha hat mit dem TWE5B den nächsten True Wireless Kopfhörer auf den Markt gebracht, nachdem ja zuletzt der TWE3 auf den Markt kam und damals TWE5 und TWE7 beide nicht kamen aufgrund von technischer Probleme. Und damals hat man es dann bei dem E3 belassen, der technisch soweit gut war und auch vom Klang her ziemlich gut war, allerdings viele Funktionen vermissen ließ. Nun soll das anders werden und zwar hat man den TWE5 und auch den E7B auf den Markt geworfen und wir fangen heute an mit dem E5 und hier mal ein bisschen zu besprechen, was kann dieser Kopfhörer eigentlich? Angefangen wie immer mit der Akkulaufzeit, die bei dem TWE5B bei 8,5 Stunden Wiedergabezeit liegt. Im Durchschnitt kann man das auf jeden Fall erreichen, wenn man ja die mittlere Lautstärke nutzt und alle Funktionen, die der Kopfhörer hat, also Transparenzmodus und Listening Care, ausschaltet. Dazu bekommt man 21,5 Stunden mit dem Ladecase an weiterer Wiedergabezeit bzw. an Akkulaufzeit. Auch das ist theoretisch möglich, ich sag mal so im realistischen Bereich, wenn man dann das Ganze ja durchschnittlich nutzt, so wie man es halt macht, man bedient die viel, man macht hier und da mal eine Sprachnachricht, man macht vielleicht, hört man mal lauter, mal leiser, dann kommt man da ja so ein bisschen weniger, noch 19 Stunden und vielleicht so 7 bis 8 Stunden an Wiedergabezeit. Aber das sind alles Werte, die sind vollkommen in Ordnung. Der preislich liegt der Kopfhörer ja bei ca. 150 Euro und da ist das für mich meiner Meinung nach in Ordnung. Schade finde ich, dass das Ladecase, was ja relativ groß ist, kein Wireless Charging kann. Das heißt, man muss es mit einem USB-C-Kabel aufladen und auch eine Schnellladefunktion besitzt das Charging Case leider nicht. Die Bedienung erfolgt nicht, wie man es normalerweise gewohnt ist bei True Wireless Kopfhörern, über Touchflächen, sondern über Druckknöpfe an den Unterseiten der jeweiligen Earbuds bzw. Ohrhörer. Ich persönlich finde das ganz gut, auch wenn ich eigentlich ein Fan von Touchflächen bin, aber in diesem Fall hat Yamaha das sehr gut gelöst. Und zwar drückt man sich die Kopfhörer nicht weiter ins Ohr, wenn man sie bedient, weil eben der Druckknopf nicht hier ist, sondern quasi an der Unterseite und somit macht man so bei der Bedienung und nicht so. Und drückt so sich die Kopfhörer nicht weiter ins Ohr. Und mit Druckknöpfen hat man ja die Sicherheit, dass eben zum Beispiel auch mit etwas feuchteren Händen oder in der Kälte die Kopfhörer dennoch reagieren und eben nicht wie bei Touchflächen, wo manchmal die Gefahr besteht, dass es Reaktionsprobleme gibt. Das hat man hier eben nicht. Man kann alle Funktionen soweit ausführen mit den Druckknöpfen und das ist wirklich gut. Das heißt, man braucht das Handy nicht mehr dafür und ist quasi nicht daran gebunden, das immer wieder aus der Tasche zu nehmen, sondern kann über die Ohrhörer alles bedienen. Also Lautstärke, Vor- und Zurückspringen der Musiktitel, anhalten oder zum Beispiel den Ambient-Modus einschalten. Da sind wir dann auch schon bei den Features dieses Kopfhörers. Wir haben einmal Listening Care und einmal den Ambient-Modus. Wir haben kein ANC, das gibt es erst bei dem EW7, also bei der größeren Version. Aber wir haben eben Listening Care, das finde ich ein sehr, sehr gutes Feature. Das bedeutet nämlich, dass man auch in niedrigen Lautstärken die Musik gut wahrnehmen kann, weil da gewisse Frequenzen, beispielsweise der Bass, der sonst in niedrigen Lautstärken immer sehr leise ist, da ein bisschen aufgewertet wird und man sozusagen auch in niedrigen Lautstärken sehr, sehr gutes Hörerlebnis hat. Der Ambient-Modus, der funktioniert auch gut. Da werden halt Außengeräusche an den Hörer weitergegeben und das verfälscht aber auch die Musikqualität nicht. Also insofern ganz gut. Leichtes Grundrauschen kommt dann dazu, aber das ist normal beim Transparenzmodus. Da gibt es keinen Abzug von mir. Der Tragekomfort ist leider nicht das Beste, was Yamaha hier auf den Markt gebracht hat. Ich habe relativ kleine Ohren und ich setze die jetzt mal ein und dann seht ihr auch schon, die Dinger sind ziemlich groß. Und sie stehen hier dann doch auf beiden Seiten raus.
und man hat sie also im Ohr und stehen hier dann etwas ab. An sich erstmal kein Problem. Das Problem ist aber, dass eben der innere Teil dieser großen Ohrhörer etwas groß geraten ist und dadurch für mich mit kleinen Ohren nach relativ kurzer Zeit unangenehm wird. Auch wenn die Ohrstöpsel selbst mit der Größe XS sogar dabei sind, also auch für sehr, sehr kleine Ohren eigentlich Ohrstöpsel dabei sind, aber der Teil nach den Ohrstöpseln, der quasi in der Ohrmuschel liegt, der ist etwas groß und kann dabei kleinen Ohren, so wie bei mir, eben zu Problemen führen. Das ist dann auch der Grund, warum sie bei mir persönlich etwas rutschen während des Sports. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Menschen mit größeren Ohren nicht der Fall ist. Ich setze sie jetzt wieder ab. Ja, da hat leider die Hintergrundbeleuchtung ein bisschen den Geist aufgegeben und deswegen jetzt mal schnell eine neue installiert. Und dann machen wir weiter mit der Sprachqualität. Und hier gibt es einen Faktor, der die Yamaha TWE5 davon abhält, dass es die beste Sprachqualität auf dem Markt ist. Denn die Mikrofone an sich, die sind voluminös, die sind klar, die Stimme ist sehr gut verständlich. Also das ist wirklich ein super Mikrofon, was da verbaut wurde von Yamaha. Der einzige Nachteil, man setzt hier auf die CVC80-Technologie, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Und da kommt die Technologie nicht so wirklich her. Der Chip oder die Software sind da scheinbar noch nicht so optimiert, weshalb es dazu führt, dass man eben Umgebungsgeräusche schon noch mit überträgt an den Gesprächspartner. Wenn das noch mit dem Software-Update vielleicht behoben werden kann, dann haben wir hier wirklich die beste Sprachqualität aktuell zu diesem Preis auf dem Markt. Kommen wir nun zum Klang. Und hier muss ich sagen, wer sich andere Rezensionen zu den Yamaha TWE5B durchliest, der wird hier und da darauf stoßen, dass der Bass nicht ausgeprägt oder voluminös genug sei. Das kann ich so nicht bestätigen. In meinem Test war der Bass kräftig, er war druckvoll und auch bis im Tiefbassbereich weiterhin präzise und detailliert. Also für mich war der Bass oder hat der Bass ein sehr gutes Bild abgeliefert. Deswegen kann ich andere Rezensionen, wo das eventuell kritisiert wurde, nicht so bestätigen. Ich weiß nicht, woran das lag, dass das bei anderen eben nicht der Fall war. Natürlich muss man darauf achten, dass man eben mit den richtigen Silikonohrstöpseln die Kopfhörer im Ohr vernünftig trägt. Aber wenn man das geschafft hat, dann ist der Bass eben, wie gesagt, voluminös und knackig. Insofern da ein gutes Bild, ebenso bei den Mitten, die detailliert sind, die den Stimmen genug Raum geben und auch hier weiterhin präzise in allen Bereichen sind. Gerade bei vielen Instrumenten könnten die Stimmen aber allerdings noch einen Tick mehr Raum bekommen, einfach damit sie dann noch mal ein bisschen mehr hervorstechen und nicht zu untergehen, wenn viele Instrumente dabei sind. Die Höhen können mich zumindest jederzeit überzeugen, sowohl was die Klarheit als auch die Brillanz angeht und die Präzision sind die Höhen einwandfrei, also hier auch ein gutes Ergebnis. Wie eben schon erwähnt, ein Grundrauschen gibt es eigentlich nicht, außer man packt den Transparenzmodus hinzu, dann gibt es natürlich ein Grundrauschen. Ansonsten hatten wir auch, was den Surround-Klang angeht, eine sehr gute Qualität, Präzision in jedem Bereich. Auch hier gibt es nichts auszusetzen. Und insofern würde ich sagen, ein gutes Ergebnis, was den Klang angeht. Für die Genres, eigentlich alle Genres, werden irgendwie erfüllt. Dank des Equalizers kann man da auch noch selbst viel herumspielen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Für die 5-Sterne-Bewertung reicht es allerdings nicht. Da gibt es einfach ein paar Feinheiten, die noch nicht passen. Wie gesagt, die Stimmen etwas mehr Voluminosität, wenn viele Instrumente da sind und wenn die Bässe zum Beispiel ganz laut sind, dann neigen sie etwas zum Dröhnen. Auch das ist noch nicht 100%, aber das sind Kleinigkeiten, die mir persönlich jetzt nicht besonders störend aufgefallen sind, die aber eben dazu führen, dass wir hier nicht die absolute volle Punktzahl geben können. Dennoch, damit auch abschließend zum Fazit, finde ich die Yamaha TWE5B einen sehr gelungenen Kopfhörer. In allen Bereichen sind sie eigentlich gut bis sehr gut. Was halt eben ein kleineres Problem ist, ist für kleine Ohren sind sie nicht hundertprozentig geeignet, aber ansonsten in allen Bereichen eigentlich ein wirklich sehr, sehr guter True Wireless Kopfhörer. Hier hat Yamaha einen guten Schritt nach vorne gemacht und was man natürlich auch noch positiv erwähnen muss, ist, dass die Verpackung nachhaltig gehalten ist. Wir haben hauptsächlich Papier und Pappe und es gibt keine Plastiktüten mehr. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr positiver Faktor, der noch oben drauf kommt. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und hier unten irgendwo die Glocke abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Julian aus Julians Technik-Ecke. Ciao.